Willkommen zurück zu Final Fantasy X bei einem Hinterhalt. Das hat's gebracht. So, beim letzten Mal haben wir ja ein weiteres Tutorial erlernt mit Erlernen, für die Bestie, neue Fähigkeiten und haben das Geistermedium besiegt. Ganz knapp, wohlgemerkt. War wirklich sehr, sehr knapp. Und jetzt sind wir immer noch auf dem Weg nach Illumium. Ich hasse das. So. Machen wir mal X-Eyes. Danke. Weg mit dir. Verdammt, nicht ganz. Weg mit dir. Kritisch. So, aber jetzt bist du weg, 100 Pro. Das garantiere ich. Lange gewartet? Nein, natürlich nicht. Gut. Lohnt sich. Okay, hat funktioniert. So, Owen. This ends now. Bitte nicht kritisch. Danke. Ich habe immer so eine Angst, dass es gleich kritisch trifft hier. So, Lulu. Schwarze Magie, Feuer. So, Sphärin und Wunder. Yay, wir haben es fast geschafft. Bitte kein Mob mehr. Verdammt. Oh yeah. Nein. Ich bin vergiftet. Oh mein Gott. Ich habe 2000 Lebenspunkte. Egal. So. Wir könnten mal... wieder ein paar Lebenspunkte bekommt. So. Mama Mayuna. Weiß Magie. Oh. Nein! Schon wieder! Wurde angegriffen! Kann ja nicht sein. Walker und das war's dann auch schon gewesen. Back on the field. Spielerwechsel. Siegesumme. Seht ihr mal, ich müsste gerade mal bei die Ekstasen noch mal reinschauen. Hey, Level up. Da. Element T, ja, das müssen wir wählen. Kampfgeist. Fühlt sich, wenn man dem Gegner Schaden zufügt, fühlt sich, wenn der Gegner besiegt ist. Kampfgeist. Hier ist, glaube ich, egal. Außer wenn man vielleicht beten hat, dann würde es sich lohnen. Kampfgeist. Würde sich auch noch rentieren. Ich glaube, wir kriegen mehr Schaden, als das angreift teilweise. Ja, ich glaube, das würde sich mehr rentieren. Wow! Und eins der schönsten Orte mit ins Bio. This is the Moonflow. These are moon lilies. They say that clouds of fireflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea! We're not waiting till nightfall. No.
Then, once we beat Sin, we're coming back. Hey, we better hurry or we'll miss the Shoe Puff. Shoe Puff? That's some kind of boat? Schauen wir mal, was das ist, dieser Schnu. Auch echt ein schöner Ort hier, das gefällt ein. Könnte man sich niederlassen. Dezent riesig. This is a Shoe Puff. Whoa! Let's ride! Come on, let's go! All right, we board soon as we're ready, huh? Ah, Kiste. Oh, nicht der schon wieder. Fünf wieder mal zwei. Oh, Walker. Oh, Walker, at your service. Geil, ich bin begeistert. Zeig mal deine Ausrüstung. Doppelschwert, Kälteschlag, Angriff 5 plus 3. Stichlanze, Schlangenkopf. Ja, ist nicht so schlecht. Aber ich gehe mal auf Verkaufen nehmen. Da könnten wir eigentlich den ganzen... Oh, was haben wir hier? Tobsucht? Theoretisch kann man den ganzen Quatsch hier verkaufen. Großartig ist ja nichts hier, was wir momentan benutzen könnten. Gut, das Blitzschwert wäre jetzt nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Oh Gott, wir haben einen Haufen Zeug hier angesammelt. Ja. Erstmal verkaufen. So. Aha, okay. Ich musste gerade gucken, ob das, wenn ich die RT-Taste drücke, ob ich da vielleicht was übersehe. Aber es war doch nicht so. Kämpferschwert. Weg. Weg. So. Wir werden mal... Die Dinger hier werden wir mal behalten. Können vielleicht sich noch als sinnvoll rausstellen, vor allem gleich. Oh, der ahnt doch schon wieder was. Ja, ich ahne nichts, ich weiß ja, was kommt. Das lassen wir auch noch. Stärkestab, ja. Echoring. Schutz. Ach, verkaufen ist egal. Eisschwert, das lassen wir auch. Harpune. Datenball. Wundschild. Zweimal Kräfteball, sowas Sinnloses. Wasserlanze lassen wir auch noch. Also halt alles, was jetzt elementarmäßig hier Schaden verursachen kann.
lassen wir erstmal im Inventar drin. So. Eine Menge verkauft. Jetzt hätte ich gerne bitte nochmal die Items gesehen. 40, 31, 9. Heilmittel hätte ich gerne, aber das hat er gar nicht. So. Yuna! Shoe puffs! I haven't ridden one in so long. What? You've been on one of these? Well, just once. 10 years ago, with Kimari. Remember? Shoe puff shook, Yuna fall in water. Shoe puff scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in 3 more times for fun. Kimari worried. Whoops. Yuna had fun. Kimari happy. Gut zu wissen. Piran is troublemaker. But Ronzo, do not lie. Summoners disappearing, that was not lie. Right, I'll be careful. Gut, wenn du das sagst, dass das keine Lüge ist, dann glaube ich dir das mal. So, wen haben wir hier noch? Was mit dir, Dicker? Hey, willkommen, die letzte Gelegenheit einzukaufen. Was, schon wieder? Ich brauche nichts. Was hat der an Items? Heilmittel? Nein, natürlich nicht. Lass mal das mal. Ja, in der Nähe soll ein Abit gesichtet worden sein. Nicht leichtsinnig werden. Seid stets auf der Hut. Ja, ja. Kauf. Schon wieder? Hier gibt es ziemlich viele Hände. Die haben alle bloß sinnloses Zeug. Es sei denn, vielleicht gute Ausrüstung? Nicht wirklich. Mit dir, 10 years ago. Ah, a history lesson? Jack saw his first shoe puff here. Surprised, he drew his blade and struck it. What? Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, brother. We offered all the money we had as an apology. Jack never drank again. But it would seem that Shoe Puff still works here. Ja, was Alkohol alles mit einem anrichten kann. Die Fahrt mit dem Schnuck kostet nichts. Sie wird vom Ohren finanziert. Das ist schön. No, I don't think so. It's a bad idea, yes? Please, we beg of you. Impossible! Impossible! What's wrong? This guy won't let our chocobo on the shoe puff. Ah, it is kind of big. It's just not fair. He does have a point, though. So what? We just leave him behind? Hey, I didn't say that. Just... It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Yes, Captain Sir. But that'll take days. Where there's a will, there's a way. Oh, boy. That's our captain. Scheißschleimer. Vor allem, die redet auf den Ding und die anderen Mähen dürfen laufen. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. I wonder how Captain Lucille is doing. Ja, das könnte eine gute Frage sein. Ich wollte gerade sagen, erstmal 5000 Gil erhalten. So, und speichern. Ach komm, mach mal gleich mal hier einen Speicherdaten. Zack. Easy. So. Lulu? Riding a shoe puff isn't that much fun. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right?
drive unknown when you're ready. Okay. Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bevel, doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Ja, das ist blöd gelaufen. Willkommen, verehrter Herr, ich habe... Ne, Sie haben... Oh, nein. Schon wieder. Gibt doch überall bloß dasselbe Zeug. Ach nee, hier ist wieder was anderes. Das, was es hier gibt, habe ich schon. Wartet mal, gab es hier nicht irgendwo noch jetzt wieder ein Buch? Bin der Meinung, hier gab es ein All-Bad-Buch. Ist ziemlich klein, das dauert immer, bis man mitfahren kann. Aber ein Medium hat natürlich Priorität, das muss er auch schnell nach seiner kennt. Aha. Would you like to hear a bit about the wondrous Shupa? Haben wir Zeit? Ja, gerade so. Very well. There are many things we do not know about the Shupaf. For example, what does it eat? It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. And that, as they say, is that. Na gut, das war ja jetzt nicht so lang. Ich möchte aber trotzdem jetzt nochmal hier gucken, ob es irgendwo ein Buch gibt, weil ich war der Meinung, dass hier eins war. Oder es war auf der anderen Seite. Ich glaube, es war auf der anderen Seite. So, quatsch mal erstmal den Fall. Ja, will ich. Los geht's. All aboard! All aboard! Volle Fahrt voraus. Los geht's. Wenn man so guckt, ist die Karte recht klein. Da möchte man meinen, ja, da kommt noch eine ganze Menge. Aber so viel ist es dann doch nicht mehr. Schade eigentlich. Hey. Huh? Take a look. What? Sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Hmm? I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Oh my god. Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon. It decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up.
What could that be? Passiert ist irgendwas? Sit down. Sorry. Ah! The outlet! Waka, get us. Go! Luna, we'll save you! Boom, 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 boom. Habe ich hier Durchsicht? Theoretisch ist das ja wieder eine Maschine. Was heißt, Maschinen sind anfällig gegen Blitz? Ist es auch. Zum Glück kann man das Blitzschwert behalten. Da. Oh, sieht recht nice aus. So. Ich weiß nicht. Schlaf? Wird hier nicht viel bringen. Blind weiß ich allerdings nicht. Wir probieren es mal aus. Aha, immun. Ja, gut. Aquashooter. Doch nicht. Okay. Retardhieb. 900. Haben wir hier noch vielleicht? Nee, haben wir ja alles verkauft. Und da war, glaube ich, hier nichts weiter dabei. Spezial anpeilen, Steigertreffer der Gruppe ist Quatsch. Aber wir können es ja mal probieren. So. Vielleicht hätten wir Potion machen müssen. Machen wir nochmal anfeuern, damit wir den Angriffswert ein wenig erhöhen. Wenn das in der Luft steckt, war es glaube ich nie gut. Bereit für einen Minenangriff. Wir holen das Ding mal lieber wieder runter. In einem Charme und taucht unter. So. Na komm, wenn wir schon mal dabei sind. Easy. Toll, hat auch nicht mehr abgezogen als ein ganz normaler Schlag. Items Potion. Was haben wir mit High Potion? Haben wir nicht mal was mit Mega gehabt? Ja, hier, 5er. Nee, lass mal lieber. Dann nehmen wir ganz normale Potion. Weil so viel Leben habe ich ja nicht. Mist. Ja, der geht auf Rocker wieder. Angriff! Ein Angriff noch. Da ist das Teil hinüber. Ich bin aber der Meinung, es hatte 2 Phasen. Oder auch nicht. Yay, Eisstab und ein Mega-Phönix. Are you hurt? No, I'm fine. Gah, those outbed. Ish everybody okay? I'm sorry, we're all okay now. Yuna. Shupa, full speed ahead. Steht hier einfach wieder auf? Damn the outbed. What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. We're calm. Oh wait, they're mad about Operation Meehan. I wonder, didn't Kamari's clansmen say something about summoners disappearing? So the outbed are behind that.
Those sandblasted grease monkeys! Hey, Waka. It's no use complaining about the owl bed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Der sitzt auf seinem Gefährter. Ja, yeah, wir sind angekommen. Gleich mal speichern. So. Speichern. So. Gespeichert. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao.